Online-Geister, Hausmeistereien. Hallo, liebe Podcast-Hörer, und da willkommen zurück auf Radio Kurax bei Online-Geistern. Zum Finale gibt es von uns mal AI-freie Musik, die ihr auch frei verwenden könnt. Aber vorher bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand. Also Ohren auf. Okay, erste Meldung. Weltpremiere. KI verteidigt Angeklagten vor Gericht. Der KI-Anwalt vom Unternehmen Do Not Pay, schon sehr bezeichnet, betrieben, wird im Februar startend in Großbritannien ein erstes Mandat betreuen. Das läuft dann so, dass es halt eben über ein Smartphone und Kopfhörer beim Angeklagten beispielsweise halt eben diese Ansteckmöglichkeiten gibt und der kann quasi Rücksprache mit der KI halten. Also der Angeklagte oder der Kläger, je nachdem, die vertreten sich selbst und haben in der KI einfach nur eine Unterstützung. Also brauchen keinen klassischen Anwalt, sondern kriegen dann quasi die Infos für sich, für die jeweilige Situation gemeldet. Das läuft halt gerade so, aber das finde ich auch so eine Grundlagenthematik, wo ich sagen muss, das ist für mich momentan KI. Das ist ein Ideentool, aber du musst als Mensch trotzdem noch selbst damit was machen. Ja, die kann die nicht komplett selbst die Verhandlung für dich führen, weil KI damit nicht klarkommt, was in der Rechtsverhandlung alles passieren kann. Ja, wov.de berichtet da auf jeden Fall. Genau, und wir bleiben dran, wie der Fall sich entwickelt, ob das jetzt wirklich einen Mehrwert gebracht hat oder zum nicht. Zum Ausstrahlungszeitpunkt hat er gerade erst angefangen. Genau. Mastodon bekommt Konkurrenz. Auch Damus greift Twitter an. Damus ist die erste mobile Anwendung, die das Nostr-Protokoll nutzt, für dessen Entwicklung Jack Dorsey 14 Bitcoin gespendet hat, also ein halbes Vermögen. Die ist jetzt im App Store erhältlich. Damus ist ein Experiment im dezentralisierten sozialen Netzwerken. Es handelt sich um ein offenes soziales Netzwerk ohne zentrale Autorität. Also ein bisschen wie Mastodon. Das dezentralisierte Weiterleitungssystem der App ermöglicht es den Benutzern, sich ohne Telefonnummer, E-Mail oder Namen anzumelden. Beiträge auf Damus können mehr als 280 Zeichen umfassen und die Bitcoin-Integration ermöglicht es den Nutzern, Beiträge mit Trinkgeld zu versehen. TechCrunch.com. Genau. Und als kleine Information, wer Jack Dorsey jetzt nicht kennt, das war der Twitter-Gründer gewesen. Da kam mir gleich bekannt vor, ja. Insofern in eine ähnliche Richtung gehen, wie man es bei Twitter schon ein bisschen gekannt hat, aber halt eben auch, wie es bei Mastodon bereits existiert, als eine dezentrale Anwendung, aber in dem Fall eher kommerziell. Ja, ich persönlich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn irgendwo Bitcoin mit drin ist. Ja, also Thema Nachhaltigkeit ist da eher eine traurige Angelegenheit. Aber hey, ich meine, Vielfalt ist generell immer erstmal eine schöne Sache, was Angebote auf jeden Fall angeht. Dass nicht alle zu Mastodon wechseln müssen. Genau. Und unsere Zeit wird jetzt ein bisschen knapp, deswegen kleine Schnellfeuerrunde, der Ticker. ChatGPT als Lehrer. Anstatt AI-Werkzeuge wie ChatGPT und Co. an Schulen zu verbieten, sollen LehrerInnen lieber lernen, wie sich derartige Anwendungen im Unterricht integrieren lassen, schreibt die New York Times. Mit Blick auf den Lehrermangel in Deutschland vielleicht auch hierzulande keine schlechte Idee. Genau, Blink zur New York Times. Und US-Universitäten bauen ihr Prüfungspläne um. Übrigens auch einige deutsche, europäische diskutieren das auf jeden Fall schon, weil aus Sorge, dass Studierende mittels ChatGPT ihre Noten aufbessern könnten, werden halt in den USA bereits in einigen Unis Prüfungspläne umgeschrieben, wie zum Beispiel medizinische Prüfungen und so weiter. Denn die kann ChatGPT übrigens bereits bestehen, wenn auch nur knapp. Aber hey, ich meine, eine 4 gewinnt und 4 ist gut und gut ist bestanden und alles in Ordnung. Ja, das nach dem Motto. Nach meinem Motto. Und das berichtet jedenfalls Axios. Deutschland will die Entlassungswelle im Silicon Valley nutzen. Business Insider und Baidu will ChatGPT bei sich einbauen. Nur beides also eine Meldung miteinander. Also halt eben, dass diese aktuelle Entlassungswelle, die es im Silicon Valley gibt, weil sehr viele Tech-Unternehmen gerade halt eben erstmal wieder zurückfahren. Da will man halt eben sagen, okay, in Deutschland das wollen wir halt eben den gegenteiligen Effekt haben. Und Baidu als das chinesische Google quasi, also die größte chinesische sprachliche Suchmaschine in der Welt, möchte halt eben auch ChatGPT, wie das ja Microsoft bei uns in der westlichen Welt mitmacht, möchte es halt eben Baidu dann in China bei sich mitbenutzen. Aber Punkt dazu. Ja, und dann zum Schluss nochmal unerlaubtes Werbetracking. Apple kassiert Datenschutzbußgeld in Millionenhöhe, konkret 8 Millionen Euro, Netzpolitik.org hat berichtet. Ja. Was ich persönlich nicht überraschend finde, weil Apple US-amerikanisches Unternehmen, Datenschutz ist da ja tendenziell eine traurige Angelegenheit, aber Apple hat in den letzten Jahren ja immer sehr, sehr stark mit Datenschutz geworben. Insofern 8 Millionen ist im Vergleich nicht ganz so viel. Amazon hatte schon mal eine dreiviertel Milliarde jetzt vor ein, zwei Jahren blechen müssen, aber traurig, dass es halt so weit kommen musste. Ja, mal sehen.
Aber damit genug mit den Meldungen und auch genug von künstlicher Intelligenz. Das nächste Lied ist richtige Musik von Menschen komponiert, nämlich der Track Hopelessness aus Golden Sun, neu interpretiert im Rahmen des A World Reignited Projekts von OC Remix. Tesori und Guitar SVD sind ihre Nutzernamen vom nächsten Track Angarian Vigil. Vom OC Remix Projekt A World Reignited von den Komponisten umkomponiert Tesori und Guitar SVD dürft ihr frei nicht kommerziell nutzen in allem, was ihr möchtet. Und dann haben wir uns am Ende der Folge angelangt. Das war's für heute. Tristan, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, Christian. Wir hören uns beim nächsten Mal und dann geht's um Be Real. Das war Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.
Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.